also die... Servus Leute, ich bin's wieder, euch Herrn, heute mal mit Annie das Board. Tour zu weiträumig, aber Annie vielleicht gibt es Hinweise. Langweilig! Also gut, suchen wir mal, wie man das in so einem Spiel wohl macht. Jo, dann suchen wir jetzt mal. Und das ist das erste Mal, wo ich mich auch aufnehme. Vielleicht will ich ja mal Notizen machen. Jetzt mache ich das mehrmals so. Oder jemanden pieksen. Und sagt mir mal, wenn ihr euch... Man kann den Abdruck eines Stiftes erkennen. Wenn ich das weiter so mit Headset mache, aber... Sieh mal an. Wenn ihr das nicht freut. Stell dir vor, ich hätte den hier nicht gefunden. Ein Desaster. Ja. Das Spiel ist ein bisschen schwer, aber ich hielt fast alle Spiele gratis. Ich kann mir, glaube ich, lassen. Erkenne ich das? Das erinnert mich an meinen ersten Praktikantenjob. Ich habe mir ein bisschen YouTube-Videos angesehen über das Spiel. Ich habe was vergessen. Da ist noch eine Feige. Siegen, 7 Tage Regen. Ich... Sieben Tage Regen. Nö, bei uns scheint die Sonne. Ich hab hier kein Wort. Ich finde alle so richtig flauschig. Das überspringe ich. Könnt ihr selber lesen. Wenn es den Abend lügt, wird so richtig. Endlich, Alter. So, dann hol ich mal, was da drauf steht. Ein Notizblock. Steht nichts. Ah, Jack Fritz hat tatsächlich Jack-Joghurt an Eisenbeißer Willi geliefert. Aber der Auftraggeber war... Moment. Ich kann's nicht lesen. Mist. Gut. Damit endet dieser Fall hier. Vielen Dank. Ich verschwinde. Könnte mir jemand helfen, dieses Kostüm auszuziehen? Och nö, Menno. Ich will aber weiterspielen. Vielleicht, wenn wir in der Zeit zurückgehen und schauen, wenn Jack Fritz was schreibt. Das ist total möglich. Aber wir brauchen Plutonium, einen Fluxkompensator und einen fahrbaren Untersatz. Yippie, weiter geht's. Danke, Bernd. Damit hätten wir so, schon einen wesentlichen Baustein für die Zeitmaschine. Jetzt brauche ich nur noch Plutonium und einen fahrbaren Untersatz. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon 1506 2259. Ach, man hätte auch sagen können, 2/3. Aber gut. Jetzt brauche ich nur noch einen fahrbaren Untersatz. Ja, da steht ein Roller draußen. Hu, dir wenn ich den Clown kann. So, wo finde ich den Roller Clown, Roller Clown, Roller 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 Clown. Schon wieder zu hier. Ah. Hey, das ist mein Motorroller. Da ist der Roller. Ein fahrbarer Untersatz, wie der Busch ihn brauchen könnte. Hey, ich will den das ist mein Motorroller. Das hast du nicht. Wieso darf ich den nicht? Ah ja, den Rennen muss. Hier, lieber Landkohle. Nein, ich will den Rennen. Damit du deine Hochzeit feiern kannst. Oh, vielen Dank. Hochzeit feiern.
Das ist. Darf ich mir den Roller jetzt? Nee. Könnte ich mir die ausleihen? Na klar. Ich brauche sie ja jetzt nicht mehr. Sobald ich erstmal verheiratet bin, darf ich sowieso nicht mehr damit fahren. Schnief. Na dann, viel Glück mit deinem Jack. Und danke. Und wo hat er den jetzt hinlassen? In die Hose oder was? Alter, wie lange dauert so ein Spiel? Was glaubt ihr? Das ist schon die 9. Folge. Gut, dass ihr hier aufgepasst habt, während ich den fahrbaren Untersatz beschafft habe. Sonst hätte ich das niemals geschafft. Gern geschehen. Echt, Bernd? Nein. Danke, Bernd. Dann Bernd. Wollen wir mal sehen. Der erste plutoniumbetriebene, fluxkompensierte Zeitreisenroller. Oh, cool. Darf ich fahren? Nein, Chili. Du würdest sonst nur wieder an der grün leuchtenden Plutoniumbatterie zu... Grün. Darf ich dran lutschen? Ich glaube, ich fahre dann mal. Jo, und da machen wir jetzt mal Schuss.